Jetzt machen wir eigentlich einen Knopf, der aus der Abwandlung vom Schal kommt. Sehr, sehr einfach, sehr, sehr schnell. Man nimmt einfach, wie bei einem Schal, die beiden Enden so in die Hand. Macht hier einen Schlauch. Zieht das durch. Büschelt das ein bisschen. Kragen drüber. Und hat mal etwas anderes am Hals. Jetzt machen wir den doppelten Windzug. Bei dem muss man das Ende relativ kurz nehmen, vor allem wenn man gross ist. Man nimmt das lange Ende über den drüber, geht hinten rauf, zieht das lange Ende durch, wieder runter, geht wieder hinten durch, geht hier vorne rauf, dazwischen runter. So, dann gibt es hier so ein Herzchen. Dann muss man vorne durch, immer ein bisschen satt anziehen, hinten wieder rauf. Und dann durch die Schlaufe, die man gemacht hat, zieht man ihn dran. Dann gibt es einen schön symmetrischen, breiten Knoten für eher breite Krawatten. Und dann auch beim Kragen schön abdeckt. Dann haben wir noch ein bisschen Büscheln, wenn er sehr dick ist. Jetzt machen wir den Four-in-Hand. Das ist der Superklassiker, sehr einfach und schnell gemacht. Man tut das längere Ende über das kürzere Ende, geht hinten rum, dann vorne drüber, am besten tut man den Finger dazwischen, und dann kommt man hinten drauf, nimmt das lange Teil vor und zieht es dann durch die Schlaufe, die man mit dem Finger gemacht hat. Dann zieht man ihn runter, tut ihn ein bisschen büscheln, nicht zu eng anziehen, und dann kann man ihn raufziehen zum Hals, unter den Kragen. Und das Ende noch hinten tut schlaufen. Jetzt machen wir den Knopf Prinz Albert. Das ist mal ein kreativer, sehr geeignet für schmale Krawatten. Wo man das kürzere Ende auch relativ kurz nehmen. Man geht rundherum, wie beim Four in Hand, das kürzere. Gerade nochmal. Dann geht man hinten rauf. Und geht dann mit dem längeren Ende durchs hintere von diesen zwei Schlaufen, die man gemacht hat. Zieht sorgfältig durch. Und dann gibt es noch ein bisschen Arbeit, weil er da jetzt zwei solche Schlaufen hat. Da kann man den vorsichtig aufziehen. Man kann den vor dem Spiegel da noch das Detail ein bisschen mehr oder weniger zeigen, wo die zwei Schlaufen zeigt. Und den Kragen wieder runterblitzen. Und dann hat man sehr einen schmalen, feinen Knoten, der gut zu schmalen Krawatten.